Sie sehen die schönsten Momente der Trucker Babes. Sie kommen in Deutschland und Europa richtig viel rum. Ich war an der Ostsee das letzte Mal. Das war vor 3 Jahren. Und am Meer selber, oh Gott, das war 2010. Umso mehr freue ich mich, dass ich da mal meine Füße reinhalten kann und die Meeresluft genieße. Ah, wow, schön, das Meer. Endlich! Bürojob, das käme für mich nie in Frage. Sehr geil. So geil. Hammer. Ist einfach ein anderes Flair wie in Deutschland. Ich meine, klar, wie du schon sagst, hast du auch schöne Ecken. Aber trotzdem, fahr mal wirklich Italien Richtung Neapel unten rein. Dann siehst du schon von Autobahn oben das Meer. Und das ist schon was anderes. Zumindest wenn man das Meer liebt, sagen wir mal so. Ja. Ne? Hallo, Chiemsee! Oh, jetzt fliegen die ganzen Vögel weg. Eine letzte gemeinsame Pause am Wasser. Den Traum erfüllt sich Tinker, bevor sie LKW Maggie gegen einen neuen tauschen muss. Oh, das ist schön. Ja. Voll schön hier. Ich freue mich total, dass das geklappt hat. Ein Ziel hatten Maggie und ich noch. Und hier. Dann auch noch bei so schönem Wetter und so ein schönes Plätzchen. Das ist echt cool. Freue ich mich, dass das geklappt hat. England, Frankreich, Australien, Griechenland, Schweiz, Belgien, es gehen nur an die Berge drinne. Da musste mich echt so ein Typ da abholen, weil das ging hoch, da musste ich auf dem Marktplatz warten, den anrufen. Und dann waren das so eine schmale Straßen, also da wäre ich bald an die Schlucht runter, weil das sagte zu mir, dreh da hinten runter, ich hatte noch so viel. Da war der Abgrund, also dann musste ich wieder rückwärts hochdrücken, weil kein anderer Wendepunkt da war. Und wie gesagt, es war mitten in den Bergen, da hätte mir keiner mehr helfen können. Da ging es runter, ich guckte, Aber das mit dem LKW-Fahren, ich sage immer, wenn ich das vorher gewusst hätte, dass das so mein Ding ist, hätte ich es schon 10 Jahre früher gemacht, glaube ich. Die besten Momente der Trucker Babes mit den Trucker Babes. Und die müssen wieder raten, was als nächstes kommt. Wer macht's auf? Sabrina. Diesmal wissen die Babes auf der Couch sofort, welches Thema sich hinter den Hinweisen versteckt. Platz für die Schönheitspflege ist auch in der kleinsten Fahrerkabine. So, jetzt noch Haare kämmen und dann geht's auch gleich los. Alter, ist das kalt, bei der Kälte schießen einem die Nippel durchs T-Shirt, gell? Ich muss mich ja nicht dem Klischee anpassen, dass man da irgendwie verluddelt rumrennt. So, ich hab geduscht, ihr könnt wieder. Bei Regen wirst du nass und wenn du dann dich ins Auto setzt, dann bist du klamm. Dann ruiniert's mal jedes Mal meine Frisur. Mein Haar, mein Haar. Es wird geschminkt, eingedreht, gewachst. Das ist das Truckerinnen-Tuning. Die Haare müssen schon gut sitzen. Ich habe meinen Schwanz, trage sie auch mal offen. Guck hier! Hier regnet es wahnsinnig, also werde ich ein Käppi aufsetzen. Tata! Die Party kann beginnen! Kann man mich angucken? Naja, ein Model werde ich jetzt nicht gerade, ne? Ein echtes Model ist Trucker-Babe Sabrina. Ich bin noch ein bisschen aufgeregt, aber ja, das wird sich dann bestimmt hoffentlich gleich legen. Seit 2016 überführt die PS-Prinzessin die XXL-Boliden nicht nur in ganz Europa, sondern steht auch mit den ganz fetten Brummis vor der Kamera. Ihre Fotos sind regelmäßig in großen LKW-Kalendern und Magazinen zu sehen. Ich habe mich ja schon den ganzen Tag drauf gefreut, dass das Fotoshooting eben stattfindet und ja, bin jetzt froh, dass wir das jetzt hier machen durften und ja. Schade, dass es so schnell vorbei ist. Irgendwie ging jetzt die Zeit voll schnell vorbei. Am Abend, ja. Aber es hat mir sehr gut gefallen. Hut ab vor jedem, der so eine Bilder macht. Ich mit 42, ne? Fast 43. Du bist ja auch schon eine Oma. Als Oma, ne? Und so, ne? Ich meine, die Beine so, die könnt ihr noch in der Kamera halten, ne? Was soll ich das sagen? Aber dann... Also, wir sehen euch alle gerne.
Darum geht's weiter mit den schönsten Momenten der Trucker Babes. Wir überraschen sie mit der nächsten Kategorie, die sie bestimmt schnell erraten. Oh, oh, Osterfeld, Osterfeld. Ja! Komm. Jetzt kommt gleich das Beste. Oh, okay. Aber jetzt. Die Geheimwaffen gegen strapazierte Nerven. Wir alle sind so schweinelecker, die Dinger, ne? Voll geil, lass die hier. Also, ich glaube, hier wissen wir auch, was das ist, ne? Nervennahrung, Pause. Vier Dinge machen Trucker Babes glücklich. Nummer 1. Jetzt werden wir mal nachfragen, was angesagt ist. Ich hoffe, der Kaffee ist schon fertig. Also ohne Kaffee ist wie so ein Morgen ohne Sonnenschein. Gibt's einen Kaffee? Ja, gibt es. Hier, Kaffee gibt's hier eigentlich. Ja, wolltest du Kaffee haben? So, hier ist noch zu. Also doch noch kein Kaffee. So was Blödes. Mal gucken, wann die auftauchen. Glücklichmacher Nummer 2. Pink Lady hat Durst und ich hab Hunger. Ja, Hunger habe ich auch. Mir knurrt ein bisschen der Bauch. Ich werde richtig zickig langsam. Mama hat Hunger. Oh, danke schön. Boah, das sieht aber toll aus. Guck mal, genau das Richtige für mich. Lissy freut sich auf ein ganz besonderes kulinarisches Highlight. Margherita Nummer 1. Das ist so eine coole Erfindung. Das ist der Pizzaautomat. Jetzt geht's los. 218 Sekunden und die Pizza ist fertig. Der Countdown zum Glück läuft. Und das Coole an der ganzen Sache daran ist ja auch noch, dass das hier eine Südtiroler Erfindung ist. Das haben Südtiroler erfunden. Noch 123 Sekunden. Das war ja auch so geil. Cool, ja. Gibt es jetzt in Deutschland erstmalig einen Automaten? 12. 10. Oh, geil, sie kommt raus. Pizza Margherita, Treibstoff für Lissys Leib und Seele. Mega! Aufgeschnitten, sie brutzelt herrlich. Lecker. So. Guten. Guten! Mega, mega. Endlich was zu essen, so kann man mich glücklich machen, so schnell. Das schmeckt mir gut. Das ist besser als mein Gasmus hier. Scheiß auf Sex. Bockwurst. Reicht. Bockwurst. Reicht. Ein bisschen was Gesundes muss mal sein. Ein bisschen was Gesundes muss sein. Jetzt brauche ich eine Zigarette, jetzt wäre ich zimmelig. Ja, jetzt brauche ich eine. Ja, das macht Trucker Babes auch glücklich. Anti-Stress-Kippen. Zum Nachmachen empfehlen wir aber was anderes. Frauen und Schokolade ist das Geilste. Richtig, Schokolade. Glücklichmacher Nummer 4. Für eine Tüte voller belgischer Pralinen riskiert Schoko-Junkie Manu auf ihrer Tour durch Belgien sogar ihren ganzen Zeitpuffer. Ich mache jetzt gerade einen kleinen Abstecher zu dem Schokoladier. Was soll ich in die Idee kommen? Auch nur ich, ey. Ach, guck mal, wie geschaffen für mich eine Rex-Abbiegerbur-Spur. Und damit ein Parkplatz direkt vorm Schokoladenparadies. Sehr geil, sehr geil. Bonjour. Le praline? Oui. Vous avez les modèles de boîte ici? Comme ça, vous la mélange? Ja. Ja, ja. Oma, gib mir Schokolade. Yeah, lecker Schokolade. Bananen-Kaffee. Bananen. Luise? Luise? Mhm. Chassal, Leo? Buche. Le Buche. Le Buche. Aufladen mal anders. Ja. Ja. Das hat sich gelohnt. Vier. Ja. Pistazie. Pistazie. Ich habe Schokolade. Schokolade redet nicht, Schokolade widerspricht nicht. Schokolade schmeckt einfach nur gut. Das ist mega geil. Nur Schokolade. Und heute Abend liege ich im Bett mit mega Bauchschmerzen.
Und ist der Appetit erstmal gestillt, schnurren auch Trucker-Babes wieder über den Asphalt. So, und wie jetzt wird die immer so schön gemacht, zusammengeklappt. Guten Hunger. Die Bärchenwurst? Ja, Essen ist wichtig, damit man bloß nicht vom Fleisch fällt. Niemals an der Raststelle. Nee, immer in die Autohöfe ansteuern. Von der Autobahn runter. Weil da kriegst du wirklich vernünftig gutes Essen. Ja. Vernünftig. Aber an der Raststätte kriegst du einfach nur frittierten Kram überteuert und nee. Ja. Weiter geht's beim Trucker Babes Stammtisch mit den schönsten Momenten. Jetzt wird's noch mal richtig spannend. Eine Kiste in der Kiste. Eine Kiste in der Kiste. So. Ah. Oh. Das habe ich auch immer dabei. Immer. Ich will mal was aus dem Nähkästchen plaudern. Ist mein Knopf abhanden gekommen. Ja. Ach, das stimmt. Nee. Das war gut. Aus dem Nähkästchen. Ja, aus dem Nähkästchen. Was wir vielleicht so erzählt haben. So private, so private Sachen vielleicht oder so. Ja. Aus dem Nähkästchen. So Erlebnisse und so, ja. Ja, vielleicht auch. Vielleicht von unserem Leben, ne? Ja. Oh, tschüss, mein Schatzele. Hi. Pass auf dich auf, mach mal vorsichtig. Bis dann, hallo. Tschüss. Tschüss. Mach den Panda-Gruß. Panda-Gruß. Mein Mann und ich haben uns kennengelernt auf einem Autotreffen. Über Facebook. Die Trucker-Babes tragen ihr Herz auf der Zunge. Und wer viel allein ist, der denkt gern an die Liebsten. So, das ist jetzt die Brücke, wo mich mein Mann das erste Mal geküsst hat. Ja. Ist sie nicht schön, die Brücke? Boah, ich finde die einfach noch geil. Ich habe mein Herz in Heidelberg verloren. Immer wenn ich hier entlang fahre, muss ich an diese, ja, an diese Szene, an die Emotionen denken. Mit meinem Mann, ja, das war so schön. Wir haben uns nachts um 23:30 in die Augen geschaut und ja, da war es geschehen. Ja, und dann hat er ein Auge auf mich geworfen gehabt. Ja, und jetzt sind wir seit 2016 verheiratet. Wenn jeder immer fragt, warum ich noch Single bin, da sage ich immer, ich habe einen Hund. Das reicht mir, ich brauche keinen Mann. Das ist geil. Monkey reicht, ne? Ist so. Monas und Monkeys Liebe steht alles durch, vor allem schlechte Gerüche. Hat der Hund schon wieder gefurzt? Oh. Ja, irgendwann hat halt jeder mal Glück, gell? Da findet jeder seinen Deckel. Jetzt rufe ich mal meinen Kleinen an, bevor der schlafen geht, und dann kann ich ihm gar nicht mehr gute Nacht sagen. Ich werde jetzt mal kurz meinen Sohnemann anrufen. Lizzie ruft immer ihren Sohnemann an und der hat immer so gar keinen Bock. Hallo? Hi, Schatzele. Hast du noch Mathe gelernt? Du klingst müde, bist müde. Hast du gegessen? Ja. Der ist auch schon mittlerweile so genervt, dass wenn ich anrufe, meinen Sohn, und ich sage, hallo Marco, dann sagt er gleich schon immer, was ist? Ich bin jetzt 30, ich habe noch keine Kinder und ich muss jetzt nicht sagen, ich will jetzt nächstes Jahr unbedingt ein Kind haben. Kinder und Truckerleben zusammen funktioniert vielleicht, aber es muss immer einer zurückstecken. Ich sage immer, Monkey ist wie mein Kind. Wir leben zusammen, ne? Ich meine, der ist die ganze Woche mit mir unterwegs. Ich glaube, das ist schon eine ganz schön enge Bindung. Hörst du zu, Dicker? Ich sag nur Gutes über dich. 2018 ist Jana im Zwiespalt. Auf der einen Seite will sie so gerne Langstrecke fahren. Doch ohne ihren Freund fühlt sie sich ungewohnt einsam. Schatzi, da bist du mich? Ja. So schlimm? Ja, ich bin's nicht mehr gewohnt. Sonst bist du auch jeden Tag an meiner Seite, oder? Also. Ach ja, ist ja mal locker. Ja. Du hast gesagt, du willst gerne wieder Fernverkehr mal fahren oder willst gerne mal machen. Jetzt machst du mal wieder so schön. Ich freue mich für dich. Naja, ich weiß. So. Lkw-Fahrer sind die meiste Zeit allein und tagelang nicht zu Hause. Das kennt auch Sabrina. Naja, unter der Woche sehen wir uns halt nur sporadisch. Wenn es klappt und wir kommen am selben Tag halt heim, dann sehen wir uns. Wenn es halt von der Arbeit halt nicht klappt, dann kann es auch mal sein, dass wir uns unter der Woche gar nicht sehen und nur am Wochenende. Das ist schon immer blöd. Man wünscht sich vorher immer Nähe und halt, ja. In solchen Momenten wird klar, auf was Vollblut-Trucker verzichten. Manchmal leider nicht einfach. No, we're not there yet, just a few more steps, baby, wait. Okay, you can open your eyes. Oh.
Aber nee, Frauenpower, ne? Ja. Müssen wir durch. Aber wir halten gehört durch. Dazu. Wir haben schon ein extrem hartes Los gezogen, oder? Ich wäre jetzt da gerne zu Hause, aber es geht leider nicht. Und ja, das ist halt das Truckerleben, ne? Man kann nicht alles haben. Oh. Scheiße. Die andere abends nach Hause kommen, haben wir halt leider nicht. Ja, das gibt's bei uns nicht, das stimmt. Das ist manchmal auch schade, dass das Familienleben da immer ein bisschen auf der Strecke bleibt. Mhm. Es gibt halt so gewisse Situationen, da möchte man halt gern dabei sein oder zu Hause sein. Und wir verfluchen den Job. Ja, das ja. ist halt so. Er hat Freiheit, aber ist trotzdem eingeschränkt. Er hat halt zwei Seiten. Ne? Ja. Man muss halt für den Beruf gemacht sein, glaube ich. Richtig. Also man muss sehr, sehr viel zurückstecken. Ja. Aber wenn man den Beruf wirklich aus Leidenschaft macht, gibt der einem halt auch Unterhalt. Da haben wir es wieder mit der Hassliebe, ne? Ja. ja. Einer der schönsten Momente für alle Trucker-Babes, wenn sie am Ende jeden Tages heil ans Ziel kommen. Dafür Lenchen, wir haben es geschafft für heute. Ein Glühwürmchen fliegt in die Nacht. Und es funkelt und leuchtet wie am Himmel die Sterne. Ist das nicht ruhig und entspannt? Geil. Können wir mal Feierabend machen? Ja. Gehen ins Bett. Nach Hause. Ich würde sagen, wir drehen den Zündschlüssel jetzt einfach nach links. Und machen die Gardinen das zu. Macht nicht so. Und jetzt singt mir noch das Sandmännchen, ja? Genau. Dann gute Nacht. Neue schöne Momente mit den Trucker Babes gibt's dann nächsten Sonntag ab 20:15 Uhr bei Kabel 1.